Mein Name ist Christiane Filius-Jene. Ich bin die Fraktionsvorsitzende und Kultur- und Tourismuspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Dresdner Stadtrat. Beruflich habe ich auch etwas mit Kultur zu tun. Ich komme nämlich aus der Bücherbranche und da sind wir schon beim Thema. Sehr, sehr, sehr gerne sage ich etwas Persönliches zum Thema Erich Kästner und zum Jubiläum. Ich habe nämlich, man kann schon fast sagen, in grauer Vorzeit, nämlich 1989, sowohl mein erstes Kind, einen Jungen zur Welt gebracht, als auch damals bei meinem Arbeitgeber in München, wo ich zu der Zeit gelebt habe, eine Erich-Kästner-Zeitschrift herausgegeben. Das war nämlich beim Deutschen Taschenbuchverlag, wo ich als Lektorin gearbeitet habe, das Printprodukt zu dessen 90. Geburtstag. Und da habe ich mich logischerweise sehr intensiv mit Kästner befasst und eine Zeitung gemacht. Ja, sie ist jetzt ein bisschen vergilbt, aber ich glaube, viele Geschichten, die dort drin stehen, sind immer noch ganz wunderbar zu lesen. Und es war tatsächlich so, dass ich noch fast schon mit einem Bein im Kreissaal am Kopierer stand im Verlag und die letzten Arbeiten für diese Zeitschrift gemacht habe und als eine Fachzeitung dann Anfang 89 berichtet hat, dass DTV jetzt diese Jubiläumsedition und diese Zeitung rausbringt, war im Editorial der Satz und vorab: Es ist ein Junge und es ist ein Sonntagskind und das war mein Sohn, der im Prinzip zeitgleich mit dieser Kästner-Zeitung zur Welt kam. Deswegen ganz nahe Erinnerungen, natürlich auch noch nach 32 Jahren, so alt ist mein Sohn inzwischen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Geschichte jetzt auf diesem Weg erzählen konnte.